Moin ihr Gamer und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 6. Wir können hier unserem Gerät rumspielen und ja, machen wir mal 201. Immer wenn wir was eingeben, öffnet sich eine der Türen. Oh, das haben wir gut hingekriegt, ne? Das ist jetzt die vorletzte und die nicht aufgehen darf eigentlich, denn da sind auch wieder Monster drin. Denke ich zumindest mal. Ja, da sind sie doch dran. Weißt du was? Mach du das mal. Ich komm noch Moon. Oh, wir können das mal so machen. Ist doch gar nicht schlecht, oder? Ja, das geht klar. Das kann man so machen. Natürlich auch mal diese Bombe nehmen können, aber 012. So, dann fehlt jetzt glaube ich nur noch die Kombi 021. Ach, immer die falsche Taste. So. 021. Toll. 201. Zwei vielleicht. Aha. Ich wollte gerade sagen, es gibt doch nur 6 mögliche Kombinationen. Oder? Ja klar, 3 mal 2 mal 1. So, nochmal schnell. Husti, husti, heisi, kratzi. Hier leuchten so viele kleine Dinge. Ich denke immer, da ist was für uns. Aber eigentlich haben... Och, nö. Schon wieder ganz viele Türen. Haben wir da eigentlich in dem einen Raum da hinten alle eingesammelt? Ja. Okay. Dann können wir jetzt noch ein paar Türchen öffnen. Das ist fast wie so ein Adventskalender des Todes. Nice security system. You just have to punch in the numbers on the doors. Ach so, sehr toll. Okay, und was steht da? 0. Kann ich doch nicht lesen. Ist immer eine Zahl verschmiert. Ja, super. Ach, ist doch wurscht, echt. Ich nehme die einfach alle auseinander. So, fangen wir einfach an mit 012. Ja. Genau. 012. Hier gehst du da mal hin und schießt ab, was da rauskommen könnte. Voll in den Kopf. Aus. Ja, aus mir wird noch mal was. Boah. Aus. Also. Das war schon okay. Achso. Da kann man gleich den nächsten aufmachen. Wieso ist immer nur noch eine Zahl sichtbar? Ihr seid doch wirklich eine fiese Möb. Okay. Da wollen wir aber schon auf jeden Fall rein. Aber das gucken wir uns gleich an. Wir machen das einfach Stück für Stück. Wir haben angefangen mit 012, dann machen wir jetzt 021. 0. Oh Mann. 0. 2. 1. Oh. Okay. It's open, let's go. Nee. Nicht so schnell, mein Freund. Wir machen schön alle Türen, machen wir auf. Kommt da was raus? Oh, sieht nicht so aus.
So, 0:1 haben wir. Dann machen wir jetzt. Ey. Gehen wir jetzt weiter mit 1. Oh. 1:02. Danach machen wir 1:20. Toll, ne? Tolles System. Oh nein. Wo willst du hin? Ach, der belebt alles, der ist ja fies. Oh, hier geht echt was ab. Ach, kannst du den vielleicht mal fertig machen, bitte? Ach, toll. Vielleicht war es doch keine so kluge Entscheidung, die wirklich alle öffnen zu wollen. Aber ich kriege auch keinen Support von der Tante hier. Bist du gerade an mir vorbeigeflogen? Weißt du, was wir machen? Wir stellen uns hier in aller Ruhe hinten ein. Oh, shit. So. Sag mal, ist jetzt bald mal gut oder was? Machst du das vielleicht mal für uns, bitte? Nur noch 10 Schuss. Gleich steht einer hinter mir. Nee, sie kümmert sich drum. Ja, wie gesagt, ich bin mir nicht mehr so sicher, ob das wirklich klug war, alle Türen öffnen zu wollen, aber ich will nun mal alles haben. I want the loot. I'm greedy. I'm greedy. So. Ist da noch so einer drin? So, das war jetzt 210, ne? Ne, 102. 102 war das. Dann machen wir jetzt 120. Gute Idee, ne? Ja, ich bin mir nicht sicher. Bin mir nicht sicher. Oh. So, weg mit dir. Oh nein, so einer ist das. Ach, scheiße. Komm. Ich hau dir auf die Fresse, echt. Gott. Kannst nichts gegen mich. Also. Hat ja kaum Energie gekostet. Kaum Munition. Finish where you start. Was ist denn das für eine... Was ist denn los mit dir, Leon? Ist doch alles gut. Doch alles gut. Nur, dass wir eben kaum noch Muni haben. Ah, ein bisschen was gibt's noch. So. Können wir jetzt die Zweier durchprobieren. Fangen wir mal an mit 210. 2-1. Wir wollen ja auch all deren Skillpoints haben. Ah, okay. Dann wohl 201. 2-0-1. Wir wollen ja ordentlich. Aha. Ordentlich was kaufen können an Skillpoints und Skillsachen, ne? Ja, guck. Guckst du, das hat sich doch gelohnt. Bisschen Moon auch noch da und ein großer, schwerer Koffer. Ey.
Na, aber sauber. First Aid Spray, perfekt. Haben wir davon nicht noch eins gefunden? Aber ich glaube, das habe ich irgendwo im Eifer des Gefechts aus Versehen verwendet, ne? Ja. So, das machen wir erstmal damit. Und das machen wir damit. Und das machen wir damit. Na, wenn das keine guten Nachrichten sind. Ups. Was habe ich gemacht? Achso, oh, ich dachte gerade. Ich dachte gerade, ich hätte es weggeworfen. Warum dachte ich, ich hätte es weggeworfen? So blöd bin ich doch gar nicht. Naja, vielleicht doch. Oh, man weiß ja nie, wie schnell das geht. Einmal einen falschen Knopf gedrückt und schon aus Versehen ist man dann auf die Schredder-Taste gekommen und von der CD kommen nur noch Teile raus. Aus der Konsole. Helena. Roger. So. Wait, I remember this place. Deborah must be close. Deborah? Du wolltest aber nicht einfach nur irgendwen retten, oder? Wieso fängst du nicht mal an zu erzählen, du Schlomp? Warum bewahren die eigentlich sowas unter der Kirche schon wieder auf? Das ist doch einfach nicht zu glauben. Das ist wie korrupt. Wie weit... Wie hoch ist schon wieder... Oh, toll. Oh, das habe ich doch gesehen. Ja, wo ist er denn? So. Wie weit die Korruption schon wieder reicht. Was meine ich? Die stecken doch alle schon wieder knietief in irgendwas mit drin. Thank God, it's not her. But where is she? Ich weiß nicht mal, von wem du redest, Spätzchen. Wo bist du eigentlich? Ich sehe dich hier nirgendwo. Bin ich so weit wieder rausgerannt hier? Da musste ich dann einmal schnell husten. Ach, von ihr hast du gesprochen. Da sieht man doch, dass es ein Zombie ist. Oder wird. Oh. Ja, genau. So mache ich auch immer irgendwelche Kisten auf. So ein großer Computer und ich habe nicht die Möglichkeit. Das Keyboard wirkt irgendwie so riesig. Naja, wo bist du denn? Ah, da. Statt uns einfach mal zu erzählen. Who are we looking for? Give me a sign. Ach, und ich darf mich jetzt um die kümmern, oder was? Weißt du, suchst hier nach deiner... Wahrscheinlich nach deiner lesbischen Freundin und, und ich darf hier den... den Klumpatsch wegräumen. Der uns daran hindern will. Den Untoten. Den untoten Klumpatsch, der uns versucht umzubringen. Aha. Das habe ich ganz alleine gefunden. Nur was ist das? Ist etwa gar nichts? Kann ich das nicht einsammeln?
möchte das so einsammeln können. Ah. Toll, davon habe ich natürlich schon eins liegen lassen, ne? Ach Gott. Ich bräuchte eine Spielanleitung. Ich will doch gar nicht so viel. Ist sie das vielleicht? Ja. Das hast du wahrscheinlich nicht geschossen, oder? Ist sie das vielleicht? Du sagst, Mann. I will. It's just we're running out of time. Please, Leon, bear with me a little longer. War hier nicht mal eben irgendwas? Ach, das ist das. Okay. Ah, a little longer. Naja, gut, aber wenn du uns schon ein bisschen hinhältst, dann halte ich euch auch noch ein bisschen hin. Mach hier einen kurzen Break. Wir sehen uns gleich wieder bei Let's Play Resident Evil 6. Bis dahin sauber bleiben und DDGX out.